Was in aller Welt war das? Bereit für was auch immer das war? Ich bin bereit. Wo zur Hölle? Hä? Was? Hey, zurück! Wer weiß, was auf der anderen Seite ist? Hund! Ob's ihm gut geht? Hund! Okay, ich mache mir langsam wirklich Sorgen. Komm noch nicht durch, ne? Nee. Aha. Was hat er denn da für einen Schädel? Was ist das denn? Ein Kopf? Das ist widerlich. Aber woher und warum? Aber du bist ein guter Hund und hast angegriffen. Aber Hund. Reißt du hohlen Männern die Köpfe ab? Bist du das? Bist du das, mein Kleiner? Was ist denn... Hä? Ein toller Begleiter. Er soll mich bitte nicht mehr abschlecken. Oh, Entschuldigung, das war ich. Na also, ich hab nicht gerafft, was es jetzt sollte gerade. Ich war gerade sehr ratlos und sprachlos und wusste nicht so recht, wie ich jetzt reagieren soll. Konnte auch nichts machen. Ja, komm, Schnauze. Noch ein paar davon, er ist tot. Oh, wirklich beeindruckend. Natürlich noch jemand. Ach so, das ist ja gerade Zeit. Ich wollte wieder Feuer machen. Ich vergesse mal, dass ich gerade Zeit aktiviert habe. Ja, wer weiß, wie viel es davon noch gibt. Offenbar ja genug. Ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst, Gnädigste. Juhu! Vor allem so viel XP auf einmal. Das ist ja wie ein Geschenk. Kopfloser Holermann! Der kopflose Holemann. Meine Güte. Hallo? Ihr könnt uns doch hier raus, oder? Ja, das war beeindruckend. Ihr habt sie alle getötet. Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Für einen Moment. Ich danke euch. Ihr wart fantastisch. Aber das war knapp. Weiter geht's. Hundi! Ihr Truller, geh mal aus dem Weg. Ich muss meinen Hund heilen. Das ist wichtiger als du. Hundi, komm mal her. Kann ich gerade nicht aktivieren. Mann! Wahrscheinlich... Nimmt die Alte den Hundekeks gleich. Jetzt nimm mal einen Hundekeks. Hier, komm. Ja, du bist ein Braver. Na also. Ja, da freust du dich. So, wir müssen jetzt mal hier rein. Wir sollen einen Baum von hier trinken. Das ist der letzte Raum. Mhm. Wir müssten bald am Ende sein. Hoffentlich habe ich diesmal auch recht damit. Ich glaube, das da ist die letzte Platte. Ich stell mich mal drauf. Fürsten des Lichts, segnet dieses Wasser, damit neues Leben daraus entsteht. Machen wir. Wir erwachen wie das neue Leben. Mach das mal. Huch. Nanü? Neue Quest verfügbar, der Held der Stärke. Was passiert in dir? Schwester Hannah. Was ist los, Robin? Bruder Robin, was ist los? Euer Vater,
Einer von Luciens Schergen hält ihn als Geisel beim Tempel gefangen. Bitte was, Lucien? Er ist bewaffnet. Lucien. Ich muss Vater retten. Los, wir müssen zum Tempel. Ich kann gerade nicht laufen. Einer von Luciens Schergen ist beim Tempel. Schnapp ihn dir. Ich schnapp ihn mir. Los, ab nach Oakfield und dann auf zum Tempel des Lichts. Der Ausdrucksmittel gehen wir zu mir eignet sich hervorragend für die leichtlieberigen Bürger Albions. Wenn jetzt allerdings meine prüderen Mitglieder, werden sie nur sauer. Okay, gut zu wissen. Die morschen Knochen zerfetzten Lumpen der hohen Männer sind leicht entflammbar. Schleudert einfach einen Flammball. Ach ja, das ist der Evesupet. Ich habe gerade pünktlich die Zeitdingens da eingestellt. Naja, egal. So, jetzt erstmal müssen wir den Vater von der Alten umlatzen. Ach nee, nicht den Vater, sondern Luciens Schergen umhauen. Schwestermörder, Kindermörder vor allen Dingen. Hör! Wieso? Alles in Ordnung. Ist ja schon Hammer. Lauf! Ihr kommt mit mir, oder er stirbt. Hans! Niemals! Lasst ihn gehen, bevor ich euch wehtue! Nein! Was? Wollt ihr auch sterben? Vater verloren. Vergib mir, Vater. Nicht, dass ich den Eid breche, sondern dass ich es nicht früher tat. Ich habe nie hierher gepasst. Das wussten wir beide. Jetzt lege ich ein neues Gelübde ab. Lucien wird für seine Taten sterben. Dieses breche ich nicht. Schwester Hannah, der Segen. Übernehmt das. Wir erwachen wie das neue Leben. Wie der Samen kehren auch wir zur Erde zurück. Das war's also? Mein Vater ist fort. Die goldene Eiche gedeiht wieder. Geht das Leben jetzt weiter wie zuvor? Die anderen Mönche denken das vielleicht, aber ihr wisst es besser. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Jemand, der euch von Lucien berichten kann, wo er ist, was er plant und wie ihr euch an ihm rächen könnt, wenn ihr es hören wollt. Ich möchte alles erfahren. Dann kommt mit mir, Schwester Hannah. Ich heiße Hammer. Der Held der Stärke, der Tempel des Lichts hat seinen Anführer verloren, aber ihr habt einen Nachfolger gefunden. Hammer, die Heldin der Stärke. Belohnung, Ansehenspunkte 1000, goldenes Eichenblatt. Inhalt wird gespeichert, bitte schalten Sie die Konsole nicht aus. Ich habe Hammer zur Gilde gebracht. Achso, ja, das ist sehr nett von dir und mit Erfahrungspunkten könnt ihr euren Helden weiterentwickeln. Ja, wissen wir ja. Gut gemacht, Held. Ja. Du hast den ersten von drei Helden gefunden. Die Vereitelung von Luciens Plänen rückt einen Schritt näher. Ob man da jetzt so... Hammer wird Zeit brauchen, um ihren Kummer zu überwinden. Länger dauert es, ihre Rolle bei Luciens Fall zu erklären. Das ist eine gute Gelegenheit, deine Ausrüstung zu verbessern. Ja, wie immer. Das mache ich doch fortwährend. In Bowerstone gibt es einen Schlussverkauf. Der könnte sich lohnen.
weist mich... Komm zur Gilde, wenn du bereit bist. Mach ich. Jetzt weist mich die Alte ja auch schon auf Schnäppchen hin. Was das denn? 25% auf alles, außer Tiernahrung. Tja, stolz drauf kann man natürlich nicht sein. Hallo, spring doch mal rüber. Wieso springt der nicht einfach über den Zaun? Na also. Stolz drauf kann man jetzt nicht sein, dass wir Hämmer rekrutiert haben, weil der Preis dafür war ja ein Leben. Hier können wir weiter Holz hacken. Das mache ich gerade mal ein Ründchen. Arbeit annehmen. 108 Gold haben wir verdient. 802 und die Zeit hat alles gelöscht. Was? Das war knapp. Ich bekomme alle paar Wochen neue Ware. So, mit dieser Sonnenbrille stört mich einfach so unglaublich. Die passt so gar nicht ins Rollenspiel. Sieht gerade mehr aus wie Saints Row. So, 2002. Ach, das ist der Kontostand. 853 brauchen wir für einen Aufstieg, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Goldmultiplikator 1. Ich glaube, das hier kann noch lange dauern. 12. Obwohl, jetzt verdienen wir schon 12. Ich glaube, das geht immer schneller, je höher man ist mit den Leveln. Und wir wollen ja schließlich auch richtige Holzfäller werden. Wir wollen auch richtige Schmiede werden und so weiter. Ich frage mich, ob es da Boni drauf gibt, wenn man das bis Level 5 macht. Wenn man das ganze Level voll macht. Ob es da noch irgend so ein Special gibt oder sowas, was man sich damit verdient. Das weiß ich nämlich leider nicht. So. 24 Gold, 24 Gold. 2157, 698 brauchen wir noch. Ob wir die jetzt voll machen, weiß ich nicht. Je nachdem, wie der Multiplikator steigt. Weil das könnte nämlich eventuell noch eine ganze Weile dauern. 650. Und wir verdienen immer noch 24. Goldmultiplikator 2, das ist nicht so viel. Nahrhafte Produkte für all eure lokullischen Gelüste. Reihe 18. Mann. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Das Leben als Holzfäller ist nicht eines der spannendsten unbedingt. Und außerdem hätte ich gerne... Huch, der Hund macht Männchen. Für solche... 35 haben wir jetzt, verdienen wir jetzt. Für solche Sachen hätte ich gerne, 33 und irgendwie scheint das Ding jetzt schief zu werden ab und zu mal. Huch. Jetzt verrückt das grüne Ding da immer, diese Anzeige, das wird ein bisschen kniffliger teilweise. Was ich sagen wollte, für solche Gelegenheiten hätte ich gerne ein Holzfällerhemd oder sowas oder so ein Holzfäller-Outfit im Schrank. Dass man sich schnell mal umzieht und dann quasi hier mit stolz geschwollenen Brüsten einfach mal die Hölzer auseinandernehmen kann. 36, 342 brauchen wir noch, das schaffen wir ja doch noch. Wenn das weiter so geht, dann easy. Wenn er noch 10 gewesen. Ich darf aber nicht mitzählen, weil sonst, wisst ihr ja, geht wieder alles schief. Hatten wir ja schon mal bei der Schmiede. 33 verdienen wir aktuell immer noch. 36 jetzt sogar. Goldmultiplikator 3. So. 36. Reihe 29. Alter Finne. 48. Multiplikator 4. Reihe 30. Das scheint ja ganz gut zu werden. Wird aber auch anspruchsvoller gerade. 105 brauchen wir noch. Scheiße. Ah doch, hat noch gepasst, Gott sei Dank. Das war knapp daneben eigentlich. Weil der kleine weiße Punkt, man ist jetzt so langsam in der Geschwindigkeit, dann fängt der weiße Punkt an schneller zu gehen. Dann wird es doch ein bisschen kniffliger. So. Beförderung, ich freu mir. Stufe 3 sind wir jetzt. 2 Stufen brauchen wir noch. 931 haben wir verdient gerade. Insgesamt verdient es Gold und für Beförderung brauchen wir noch 9000 Gold. Für Beförderung, Alter, ich kann gar nicht mehr richtig reden. Und ich glaube, auf diese Weise können wir dann nach und nach auch ein bisschen die Goldvorräte aufstocken. Einfach durch ehrliche Arbeit, wie zum Beispiel auch in der Schmiede. Und dann nämlich können wir uns auch die Häuser leisten. Dann wird das mit dem Waffenverkauf wohl nix. Ich habe die sprachlichen Eigenheiten der Bewohner Albions studiert und festgestellt, dass sich viele Leute gleich anhören. Ist das nicht erstaunlich? Zitat eines Bürgers von Albion. Ja, woran das wohl liegt, das weiß man nicht so genau. Wenn euch erlernte Fertigkeiten nicht gefallen, könnt ihr sie wieder ablegen, ihr erhaltet dann Erfahrung zurück. Aber nicht die gesamte natürlich. Grabungsort, wo denn? Was, wer denn? Ich habe das Gefühl, je stärker ich werde, desto stärker werden die auch.
Alter, die werden immer stärker. Aua! Ich war schon schlimmer dran und abbrach noch. Guter Hund. Die werden echt immer stärker, habe ich das Gefühl. Grabungsort. Wo denn? Hier? Hier? Ja, wo denn nu? Ist das hier Artefakt oder was? Der kann doch nicht den Grabungsort 30 Milliarden Kilometer weit riechen. Das muss doch hier das Artefakt sein. Ach. So. Jetzt steck doch mal rein da. Mann. Hund, wo bist du? Wo ist der Grabungsort? Das ist doch bestimmt das Artefakt hier, oder nicht? Der kann doch unmöglich so weit wittern. Hund, wo bist du? Der kann doch unmöglich so weit wittern und die ganze Zeit Grabungsorte in meinem Kopf haben. Außerdem sehe ich gar nichts mehr. Hilfe! So, hier ist doch... Das ist doch bestimmt... Das ist 100 Pro ein Artefakt. Das ist doch nichts Normales. Da oben links ist die Kathedrale, die über das Meer ragt. Das ist das Artefakt. Aber sowas von. Uralte Schriftrolle. Die Zeit hat diesem Pergament arg zugesetzt. Sie enthält drei einzelne Worte in einer unverständlichen Sprache. Und das müssen wir natürlich dann auch wieder zurückbringen. So, dann ich folge mal dem goldenen Pfad, gebe Bell das Artefakt, natürlich. Huch. Ach, jetzt führt der Pfad dahin, der weiß auch nicht so genau, wo er hin will. Jetzt führt er wieder nach hinten. Der goldene Pfad ist super. Ich gehe mal ganz kurz zur Ruine hoch. Weil da immer so ein Ausrufezeichen steht, würde ich gerne mal wissen, was das heißt. Also als eine Quest, na klar, aber was für eine? Weil letztes Mal, als wir hier waren, da kamen wir gar nicht erst rein. Wer bist denn du? Verzeihung, Sir, wollt ihr nicht dem Tempel der Schatten beitreten? Ah, kein Freund von leerem Geschwätz. Wir haben einige wie euch bei uns. Ihr werdet euch wie zu Hause fühlen. Ist ja eine Quest, dem beizutreten. Wir sind der am schnellsten wachsende Kult in Albion. Wie denn? Wie sind sie denn, die Eintrittsbedingungen? Ja, nee. Der Hund will auch nicht. Das steht in unserem Flugblatt. Okay. Tempel der Schatten brauchen wir nicht unbedingt. Da wackelt sogar die Zehen vor Freude. Dann bleibe ich lieber beim Tempel des Lichts. Außerdem, wie soll man das denn sonst der Hammer erklären? Ihr Vater war die ganze Zeit Priester des Lichts. Und wir schließen uns jetzt dem Tempel des Schattens an. Das geht einfach nicht. So, wohin führt uns denn dieser komische goldene Weg? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, manchmal weiß der Weg das selber nicht, wohin er uns führt. Hier entlang, hier entlang, hier entlang. Na gut.
dann da entlang. Tja, irgendwie scheint Fable oder auch Fable 2 immer so eine Mischung zu sein aus Tragik und Klamauk. Das Spiel selber nimmt sich nicht allzu ernst, aber trotzdem sterben immer gute Menschen, beziehungsweise da wird es inszeniert, denn die Wahrheit sieht nämlich so aus, dass wir die Bösen eigentlich im Dutzend wegfegen und wir achten auch nicht drauf, ob die Familie haben oder so. Weiß man jetzt nicht, wer der Gute und wer der Böse ist. Vielleicht sind wir ja die Bösen und die Bösen sind die Guten. Die anderen. Ja, auf jeden Fall. Tschüss.